Ich habe auch einfach zu viele Leute in meinem Umfeld, die Wunder erlebt haben, als dass ich sagen könnte, glaube ich nicht. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagen kann, dass er super viele Wunder in seinem Leben erlebt hat, aber ich glaube schon an Wunder. Und ich habe auch einfach zu viele Leute in meinem Umfeld, die Wunder erlebt haben, als dass ich sagen könnte, glaube ich nicht. Ich war ein paar Tage lang in Indien zuletzt und nahezu jeder, der irgendwie dann irgendwann im Laufe seines Lebens Christ geworden ist, das hat mit so einer Wundergeschichte angefangen, weil sie teilweise total krank waren, überall hingerannt sind, keiner konnte helfen. Und dann haben sie irgendwann gehört, dass man ja auch irgendwie zu Jesus beten kann und sind dann geheilt worden. Also das war teilweise wirklich so der Startpunkt, so mit Jesus unterwegs zu sein. Da sind wirklich Sachen passiert im Leben von diesen Leuten. Ein Teil von mir, der ist natürlich dann wieder so ein bisschen skeptisch und so ein bisschen auf der Zweifelseite unterwegs und sagt so, nee, erstens mal hast du kein so richtiges Wunder in deinem Leben und zweitens mal kann man das bestimmt alles auch anders erklären, aber trotzdem glaube ich an Wunder und glaube ich, dass Gott auch heute noch irgendwie durch ja, Sachen, die eigentlich nicht erklärbar sind, in unser Leben eingreift.